Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. So, die Energie ist fertig. Ich wollte mal hier eigentlich, weil ich kann hier nämlich pflücken. Guck mal. Das ist hier alles schon eigentlich fast fertig. Ne, drei noch nicht ganz. Aber jetzt sollten wir uns mal ein bisschen aufteilen, weil hier vorne ist das nämlich auch schon fertig, ne? So. Und wir haben jetzt hier noch drinne ganz viele Karotten, Tomaten, Tomaten, Kartoffel. Also Kartoffel und Tomaten ist so mit das Letzte, was wir haben. Und Zwiebeln haben wir ja auch nicht so. Achso, Quatsch, ne. Die haben wir ja, wenn wir hier. Genau. So, wir haben hier Karottensamen. Uninteressant. Zwiebelsamen, interessant. Tomatensamen, interessant. Und dann ist nur noch Baumwolle. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Winter aussieht. Jetzt haben wir ja zwei, jetzt könnten wir ein bisschen Baumwolle noch anpflanzen. Da würde ich sagen, hier machen wir Baumwolle rein, weil hier haben wir Platz, drei Stück. So, und hier haben wir einmal Zwiebelsamen und einmal Tomatensamen. Kartoffel haben wir gar nicht. Also würde ich jetzt hier gerne mal drei, ja, zumindest ein, ja, hier einziehen und hier einziehen. Kartoffel eigentlich noch einziehen. Ja? Tomaten? Ja, Kartoffel. So, dann hätten wir nämlich noch ein bisschen Kartoffel über. Und hier ist ja auch so Kartoffel, aber so was wie Zwiebel und so ist ja eine ganz arme Sache. Eigentlich. Eigentlich, eigentlich. So, mein Wasser ist nämlich auch gekocht. Wir essen mal erstmal. Und hier hinten können wir auch mal ein bisschen was braten. Wir könnten das erstmal rein hier, alles was gut ist. Ist mal rein, den essen wir. So, was haben wir uns hinter? Die drei braten wir uns mal. Draußen hat es geregnet. Und lustig ist, wenn es regnet, wird es nämlich richtig kalt. Wir haben schon September. Wer hätte das gedacht, dass der September so frostig sein kann? Nicht angenehm. Aber so ist es eben halt, ne? Da kann man kaum was tun. Hier fehlt uns Dünger. Hier fehlt uns kein Dünger. Nehmen wir natürlich uns mit hier unten. Dann kriegen wir den ordentlich schon mal voll. Also was heißt ordentlich, aber so ein bisschen. So, und dann kommt ja eigentlich das, worauf wir die ganze Zeit gewartet haben. Der Sturm ist zwar vorbei, eigentlich für den Arsch, aber wir können jetzt hier 12, 6, 3 und 2. 12, 6, 3, 2. So. Und die Platinen. Nehmen wir mit. Und dann können wir bauen. Wenn ich jetzt richtig aufgepasst habe, nicht da hier. Achso, der Kleber fehlt noch. Eigentlich natürlich der falsche mitgenommen. Ist egal. Egal. Hier. Zack. Und herstellen. So. Und Mineralgrundwasser. Verwerter, Ofen. Und so weiter und so fort. Die Werkbank haben wir ja. Massenspeicher, Stromspeicher. Raffinerie haben wir alles. Holzofen. Ja, der komische Lichtschalter. Aber wir hätten jetzt nichts, was uns nochmal richtig Strom macht. Ne? Außer eben die hier, ne? Solarmodul und so weiter und so fort. Obwohl der ja auch nicht schlecht wäre, wenn wir wieder 150 Masse hätten. So, ich stelle den mal nach oben. Und dann bin ich mal gespannt, inwiefern. Klar, wir werden jetzt auch anfangen. So, der Wind kommt von da. Ja, jetzt zeigt natürlich oder versucht mir extrem schlau irgendwas zu machen. Ja. So, aber dreht, ne? Strom pro Sekunde. So, und dann könnten wir hier dann auch schon mal ein bisschen ballern, weil die Masse selber, die kriegen wir ja hoch. So, und jetzt hätten wir hier Steigerung, Steigerung, ne? Und das hier im kleinsten, sag ich mal, Kreisel, ne? Wind 15 MP. Man hört es ein bisschen, ne? Oh, das ist aber sehr, sehr viel, was wir da kriegen. Wie sieht es denn hier aus? Oh, das ist ja 0,001. Ja, also der Sturm lohnt sich mehr für den Strom. Ein stromiger, ja, so ungefähr. So, die haben wir jetzt auch fertig. Wir haben natürlich jetzt karattenmäßig ein bisschen Überhand, ne? Müssen wir ja gleich mal gucken hier. Was war... Ich würde ja gerne... Ja, Zwiebeln... Apfel können wir ja nicht machen. Aber Zwiebel würde ich eigentlich mal...
ja auch nochmal zweimal anpflanzen und hier den Dings, ne? Die Tomate, ja klar, Tomate eigentlich auch. Eigentlich würde ich halt anpflanzen. Jetzt haben wir ja schon so viel Zwiebel. Zwiebel, Zwiebel haben wir hier schon, Tomate, Tomate. Ja, gut. Ja, dann machen wir halt beim nächsten Mal. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Ne? Auf hier oben ist ja nicht auf geschoben. So, wir müssen aber auch unser Hühnchen unten killen. Es ist jetzt so ein übelster Themensprung gerade, ne? Aber es ist nun mal so, wir müssen es auch mal töten. Weil wir sonst, ja, viel zu viel und viel zu durcheinander haben. So, und besonders müssen wir auch los. Ich muss ja Eisenerz und sowas holen. So, ich will erstmal nur die Waffen wieder reinmachen, weil die brauchen wir ja jetzt weniger. Auch das hier rein. Essenmäßig, ja, sollte ich noch was. Ach du Scheiße, ne? Naja, jetzt weiß ich wieder, ich wollte eigentlich was essen. Jetzt fällt es mir wieder selber ein. Dann essen wir eben die. Dann müssen wir eh noch ein bisschen was schütten. Dann hole ich kurz nochmal Wasser. Du brauchst Wasser. Da geht noch. Vielleicht die Fieder unten umbringen. Level 9. Müssen wir noch nie umbringen. Brauchst du noch was? Eigentlich nicht. Gut. Dann nicht. Hol ich mir dich. Dich. Kann man nämlich wieder gleich eintüttern. Hol ich mir Wasser. Und dann sieht es schon wieder goldig aus, ne? Zack, zack, zack. Vielleicht auch noch ein paar Billigfrüchte hier. Weißt du? Auf Dieb guck. So, da kannst du doch gar nicht hier Nein sagen, ne? Wenn ich Dieb gucke oder sowas, ne, dann müssen wir noch mal ein paar Billigfrüchtchen geben. Ja, das hier zum Beispiel. Oh, ja. Oh, 5 nur für mich. Ja, dann müssen wir natürlich auch hoffen, dass bei Ende dann noch ein paar Hühner über haben, ne? Weil es wird eben auch so sein, dass wir ja dann Neues brauchen. Weil das werden wir töten, schlachten, wie auch immer. Guck mal, nur noch 7 Grad, ja, der Winter naht, ne? Es ist eben so. Heftig, ne? Guck mal unten, der Balken, der ist schon. Also, manche würden ja sagen so. Das krieg ich, hier euch. So. Jo. Oh, hier noch. Ja, klar, das bisschen, das können wir rausnehmen. Ist jetzt nicht so schlimm. Brennstoff. Ist jetzt aber nicht so viel, wa? Ich glaube, ich werde mal das Holz opfern. Einfach mal so auf Verdacht. Das dann wieder rein. Das Ei. Wollen wir das essen? Oder? Wollen wir das nicht? 31? 30. Ja, das kommen wir machen brüderlich, ne? Hier ein Stück. Hier ein Stück. Ich weiß nicht. Ich glaube, die Sonne kommt nicht raus. Es lohnt sich jetzt gar nicht irgendwie daraufhin. Mitnehmen sollte ich es trotzdem. 21. Der hatte hier 50 gehabt, okay. Naja, okay, das kommt. Machen wir hier noch rein. Dann ist es gut. Das können wir hier noch reinfüllen. Zack, zack, das Ei noch hinten drin gekloppt. Zack, dann holen wir noch schnell Wasser hier ab. Der war ja an, ne? Gut. Und dann solltet ihr halbwegs mäßig hier ein bisschen Energie geben und wir können hier getrost hin und her. Level immer noch 9. Ich dachte, ich töte ich jetzt schon, aber ne. Können natürlich auch eine Runde warten. Ja, ich dachte mir, ne? Die ist immer schnell, weißt du? Letztendlich, wenn ich da einen kleinen Hunger habe, ne? Das ist eigentlich wie so eine Wassermilchschnitte, ne? Ein bisschen Seegras. Man muss es ja mal so beim Namen nennen. Ich will da wirklich hinten gucken, ob die anderen da noch sind. Ich weiß, irgendwie auf Knacks bin, aber wenn die da noch sind, dann habe ich ein Leben lang Probleme.
Ich habe ja eigentlich alles von mir ferngehalten, weil ich mir immer gedacht habe, ja, ich bin ja schon ein großer Barbar. Ein großer bärtiger Barbar, ne? Mit dem man sich nicht bumsen sollte. Weil ich ja das nicht mag. Nee, weil ich mich wehren kann, ne? Dachte ich zumindest. Deswegen, ja, dachte ich hier mal ein bisschen Tacheles. Und ich hoffe, oh, die verstehen das, ne? So, jetzt haben wir schon mal ein bisschen so Glück, ne? Guck mal hier, bitte. Bitte. Guck hier mal über den Berg hier rüber. So halbwegs. Da hinten war auch noch eine Tasche. Ich habe das nicht gesehen. Dann gehen wir andersrum. Das ist ja mir eigentlich völlig egal, ne? Welchen Weg wir. Ach, zwei Taschen sogar. Guck mal, so viel in der Nähe. Und das alles zu Hause. Also praktisch, ne? Ist ja praktisch um die Ecke. Da würde ich selbst meine Kinder hier draußen. Das hier würde ich sagen, hier geht mal um die Ecke so ein bisschen spazieren. So. Weißt du? Den Dreijährigen. Ich würde ihn eigentlich Siuden nennen. So um die Ecke schickst, ne? Und sagst so, hier, geh mal, vielleicht findest du einen Euro oder so. Lass den Papa, der will spielen. Geh raus. Nee, würde ich gar nicht so machen. Ich kenne das leider auch so, mein Job hat man ab und zu mal mit ja, Jugendlichen und so weiter zu tun. Ab und zu, ne? Jetzt nicht immer. Und so mal bei manchen merkt man so richtig, dass viele Leute leider Gottes gar keinen Bock haben. Ne? Das ist so, das ist ein hartes Thema. Irgendwie sollte man es nicht ansprechen. Aber ist eben wirklich so, ob haben sie aus ja, Zufall ist denn das entstanden? Dieser Mensch. Und das lassen sie den auch spüren, weil dann kriegst du dann eben so eine Playstation in der Hand und dann heißt das, hau ab, beschäftige dich, ich hab keinen Bock, deswegen hast du das Teil. Tschüss. Und so sind die leider aber auch doof. Die Kinders. Aha, oder? Ich lass dich erstmal nicht in Ruhe, der war blau. Immer noch blau. Oh. Ja. Ah, der war kaputt gegangen. Ich hab das mitgekriegt. Das könnte auch wichtig sein, ne? Dass wir mal vielleicht mit den ganzen Heilkräutern uns dann noch ein bisschen was anderes herstellen müssen. Die haben eine richtig fette Hütte hier gebaut, ne? Man kann es ja nicht anders sagen. Ja, wisst man nicht, wie die auf dem Dach kommen. Aber das soll mich gerade eigentlich auch nicht so interessieren. Aber interessiert mich schon, ne? Boah, ich dachte, ich habe die gehört, aber mein eigener Fuß. Mein eigenes Fußlatschgeräusch. Guck mal, da hinten. Da ist einer und stolziert. Nö. Ja, ihr könnt ja auch da ein bisschen Holz fällen, ne? Zum Glück können die bei mir nicht umfallen, ne? Was hier an Schadensersatzklagen wäre. Mein Nachbar hat einen Baum gefällt. Ich habe ihn auf den Fuß bekommen. Ne? Jetzt stolper ich nur ohne Geld. Deswegen rufe ich meinen Anwalt her. Jo. Also ein bisschen wichtig wäre das immer, wenn man trotzdem irgendwie noch sehen und den ganzen anderen Shit eigentlich so kriegt. Aber ich habe wirklich hier auf Eisen richtig viel Augenmerkmal. Und eigentlich müsste ich auch so ein bisschen in die Berge rein. Was heißt ein bisschen in die Berge? Eigentlich nur ins, sagen wir mal, ein bisschen felsige. Weil ich brauche wieder Eisen, ne? Weil wenn wir wirklich diese Eisenbarren da herstellen wollen, dann brauchen wir ja 10 Eisenerze. Nicht umgewandelte, aber hier so diese, ne? Und das kostet ja ein bisschen viel Geld, ne? Wenn wir das so machen. Schieß dich schon mal ab, mein Vieh. Oh, sogar getroffen.
Weil nur vielleicht fresse ich dich nachher. Hier nicht nach oben. Da. Ich würde sagen, halt ich ne irgendwas. Die sehen hier aber lecker. Oh! Na dann. Ist denn da schon Weihnachten? Der wird hier sehen, so viel Eisen. Oh. Ich glaube, der ist kaputt gegangen diesmal. Hat sich nie so angehört, ob bleibt der noch so stecken wie er ist. Aber da haben wir denn hier oben schon mal eins, was ich hier so will. Ich nehme auch mal ein Holz, ne? Weil eigentlich wollte ich auch Holz sammeln. Weil auch wenn hier nämlich sowas wieder im Arsch steht oder so, kostet das nämlich gleich richtig viel eigentlich. Ich weiß nicht, ich mag es eigentlich ein bisschen höher gelegen zu sein bei euch Viecher. Ich sehe euch nicht richtig. Okay, aber du hast mich gesehen. Ja, ja, hier darfst du kaum ran, aber ich will ja ohne Blind irgendwo reinschießen. Okay. Aber ich will dich trotzdem haben. Mein kleines Hoppele. Na, erstmal einschießen. Genau. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier so zufällig allzu wächst oder keine Ahnung, aber gefällt mir. Ah, Facke, Facke, Dude da. Geh mal weg, bleib mal hier, geh mal weg. Was machst du denn jetzt? Okay. Ich war es nicht. Ich bin immer noch auf der Suche nach den... Ah, da ist es ja. Ich mag es, wenn es so schön zart noch schmeckt. Ich brate es in einer fetten, rostigen Pfanne. Das schmeckt doch ziemlich gut. Aber schon ein bisschen knappig jetzt. Aber ist mir egal. Hauptsache tot und Hauptsache meins. So! Happer fassen. Das schmeckt. Gut. Gleich mal die Hände waschen. Und tschüss sagen. Das nehmen wir hier auch noch mit. Gut. Gibt es eigentlich einen Unterschied, ne? Das ist nicht schon mehrfach irgendwie durch den Kopf gegangen, aber noch nie die Frage gestellt. Zwischen diese Braun- und diese Schwarzbären? Also hat irgendeiner mehr als der andere? Oh. Aber das finde ich gar nicht jetzt so schlimm hier. Weil hier, ich habe Metall gesehen. Fand ich jetzt wesentlich interessanter eigentlich. Und da hinten ist eine Kiste. Also es gibt ja hier so richtig schöne braune und dann so richtig schöne nicht braune Bären. Obwohl ich sagen muss, den muss ich den Kupfer jetzt eigentlich auch mitnehmen. Das Eventuquell. Nein, nein, ist okay. Dann gehen wir da hinten hin, vielleicht kriegst du noch. Kistchen. Oder so eine Kiste. Jetzt bauen die alle wieder vor die Füße. Ne? Nö, du kannst. Von dir brauche ich noch nicht so viel. Ist eher dann vielleicht so, wenn wirklich der Winter. Jetzt ist ja gerade mal Herbst. Ah, dann ist er hier auch wieder hier.
Zeit, ne, bei den Elchen. Da muss ich aufpassen, ne, wenn die jetzt wieder ein bisschen wütend und bumsig sind, ne. Ja. Dann sollte ich da nicht allzu nah dran sein, weil nicht, dass die mich aus Versehen für ein leckeres Weibchen halten. Und dann sich gegenseitig sagen so, boah. Aber der Sioni, ne? Der smackt. Tschüss. Ich bin ja schon weg. Ups. Also eigentlich laufe ich hier gefühlt nur im Kreis, ne? Aber ich finde viel. Also zumindest Kisten und Sträucher und ganz viele Fasern besonders. Oh. Ist aber selten, wenn ich da weggucke. Ich bin immer sonst so gespannt, was da drin ist. Nee, okay. Oh, Baumwolle. Heftig. Jetzt schon. Du kommst ja jetzt näher, ne? Jetzt, um diese Jahreszeit, Baumwolle. Kann man machen, muss man. Oder kann man haben. Also ein bisschen ausgefütterten, sag ich mal, Krimskrams muss ich ja eh denn noch bauen. Ne? Das ist so oder so klar. Ja, so viel halt noch nicht. 8 Stück ist echt jetzt nicht viel. Ah, wie gesagt, man kann hier auch einfach nur so ein bisschen hin und her. Man muss jetzt keine weiten Strecken latschen. Wollte ich gerade sagen, da lag irgendwas Eckiges da oben drauf. Das könnte vielleicht eine interessante Interessantigkeit sein. So. Na. Ja, hätte wohl interessanter sein können. Aber gut, ja, steckst nicht drin. Und wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ne? Wie man immer so schön sagt, ne? Oh, ich hab noch. Also, muss mal gucken, ob es wichtig ist. Was eigentlich, ja? Da werde ich mich gleich drum kümmern. So. Den Holz mal holen wollte ich ja eh machen. Ja, nur ein bisschen, ne? Ein bisschen und dann umgucken. Da ist ein Hühnchen. Habe ich denn jetzt ein Hühnchen bei? Nicht so wirklich, ne? Und nicht nur Holz fehlt, ich habe ja auch viele Stöcker eigentlich. Den Ränder weg. Auch ein bisschen was gefunden. An Heilkräutern ein Stück. Können wir mal zwei Tränke machen. Ist jetzt auch nicht die Welt, aber irgendwann so gegen Ende, wenn der Fett fehlt oder so, dann wird schon wichtig sein. Glaube ich. Denke ich mir mal. Und ich glaube auch, dass ich damit richtig liege. So, die sind hier am Laufen. Die Weltmeister. Naja, ich habe die gesehen. Ist okay. Ja, du kannst jetzt auch schießen, eine Runde. Ist okay. Ich renne nach Hause. Das ist denn, dann machen wir eben mal so ein bisschen jetzt Ausdauer. Mich interessierte du ja nicht, ob du jetzt noch hinter mir bist. Ne? Oh, obwohl jetzt hier bei der Dings. Kisten werden streng verteidigt, ne? Wir haben harte Zeiten, mein Junge. Mein Freund.
Oh, shit. Ja, ich bin ja schon weg. Ist okay. Ja, ja. Er wollte ja nur spielen. Ich will doch nur spielen. Ah! Oh, bin ich da in einem Bluter? Ist okay. Meine Fresse. Oh. I'm walking. Na, na, na. I'm walking. Like a Wildkatze. Ich renne. Ich renne den ganzen Tag. Oh. Ich renne den ganzen Tag entlang. Versteck mich hier vor jedem Mann. Okay, safe. Safe ist safe. Gut, ja, zwei können wir ja leider nicht reinmachen hier, ne? Aber dich nehmen wir mal. Und setzen dich hier rein. Ja, andere können wir ja nicht, ne? Aber den herzlichen Glühstrumpf hier. Kriegst du auch noch Wasser. Und du wirst jetzt getötet und geschlachtet. Boah, Premium. Premium-mäßig geil. So, aber ich will nochmal Wasser. Und das war mein eigenes Geräusch, was mir jetzt tierisch erschrocken hat. Ne? Naja, kann man mal. Oh, da ist ein Elch. So, zack, zack, zack. Ja, das machen wir jetzt noch mit, ne? Also mittlerweile kennt das ja, da ich da öfters mal hier so rin. Rin mich rein benesse. Aber ich mach das jetzt eigentlich auch so, ne? Das Wasser ist trüb, ich koche die ab und hier gehe ich immer einfach pinkeln. Das ist so, ich mach das wie die Jäger. Das ist jetzt hier. Man sie ja nicht so quälen. So, es ist aber auch schon ganz schön spät. Ich will auf jeden Fall oben noch den zweiten Solar-Dings da updaten. Mal gucken, ob wir es schon hinkriegen. Ein bisschen was hätten wir ja schon, glaube ich zumindest. Und wenn ich, ja, sehen wir es mal. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.